Sudela, da sind wir wieder. Willkommen zurück. Die Strecke besteht noch, es ist nicht viel passiert. Ich glaube, ich auch gar nichts. Ich habe es einmal kurz laufen lassen, weil ich aufs Klo bin und habe da nicht auf Pause gemacht. Deswegen sind wir jetzt schon wieder gut im Plus und könnten eigentlich die nächsten 500.000 zurückzahlen. Weißt du, gehst du einmal aufs Klo, bist vollkommen verwirrt. Wo war das jetzt mit dem Zurückzahlen? Wobei einer? Nee, da. Ach, das war zu tief, ne? Es hing so, deswegen habe ich es nicht gesehen. Zack. Gut. Hier wächst es auch schön. Der macht immer noch Plus. Macht immer noch Plus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir sind da drin. 11 Leute warten da. Könnte man ja fast zweiten Bus reinsetzen. Komm. Den Luxus gönnen wir uns. Zweiter Bus. Wie schaut's hier aus? 4 Personen, 3 Personen und ein Passagier. Da lassen wir mal noch den einen Bus. Oh, hier hätte ich gerne noch eine Straße gezogen, aber das leiste ich mir jetzt mal noch nicht, weil das dürfte wieder 100.000 kosten. Oder sogar 222.000. Ja, nee, ist klar. Da warten wir noch mit. Können wir uns noch nicht leisten. Städte schön machen können wir später machen. Tautendorf. Aber auch Sprit. Gut, da kann man sich auch dann später mal überlegen. Oh, die ist schon relativ groß, ne? Das ist schon stattlich. Verstehst du? Stattlich. Die Taktung gefällt mir gut hier. Die gefällt mir richtig gut. Er wird auch nicht wirklich einen mehr vertragen. Ne? Es ist wirklich ein Kommen und ein Gehen hier. Mehr darf es hier nicht sein. Hier wird es mehr vertragen. Mein genug ist da. Ja, wer da? Was hat man hier? 30 Fahrzeuge. Da hauen wir jetzt nochmal 5 drauf. Und den Kollegen hier, naja, so viel mehr kann ich hier eigentlich gerade gar nicht machen. Wie kommt der hinterher? Na gut, Produktion ist soweit okay. Na, hier warten wir mal noch mit dem Nachrüsten. Na, da kommt der nächste blaue. Das geht schon, das geht schon. Da muss auch wieder der nächste. Okay. Jetzt können wir uns quasi entscheiden, welche Stadt wir nehmen werden. Ich glaube, ich werde Köln nehmen. Köln wird einen Bahnhof bekommen. Den großen. Und dann eine möglichst gerade Strecke, wo der Zug richtig schön beschleunigen kann. Und dann hier oben nach Höhenberg. Höhenberg. Das nennen wir auch mal um. Fragt sich nur noch was. Das wird Nürnberg. Nürnberg. So. Können wir den auch schon anregen zu wachsen? Der braucht. Was war das Paket? Waren. Wie werden Waren hergestellt? Achso, das war die Geschichte. Ja, die ist halt sehr. Sehr komplex. Sprint ist auch nicht unbedingt wesentlich einfacher. Ne? Man sieht es ja da unten.
Wo hängt man den Sprit? Ja, auf jeden Fall Rohöl da hinten, Rohöl zu Öl. Haben wir hier auch irgendwo. Da, das würde sich auch schön anbieten, ne? Hier Rohöl zu Öl, Öl zu Sprit. Wäre schön nebeneinander. Allerdings muss ich dann irgendwie von da nach da kommen. Das ist halt mit dem Pferdekutschen eine ordentliche Strecke. Hier ist auch sonst kein Öl. Das wären die einzigen. Aber das könnte man versuchen, aber ich baue hier jetzt erstmal eine Buslinie rein. Und dafür machen wir den hier mal zu. Weil das bringt ja auch schon mal was, glaube ich, also für den Städtewachstum. So. Platsch. Okay, dann der baut schon selber da. Ist doch sehr schön. Das heißt, wir fahren dann jetzt. Ah, da möchte ich auch noch kurz verbinden. Oh, dann haben wir hier eine richtig schöne Strecke, die wir entlang gehen können. Also, wir starten hier rechts rum. Dann da lang. Dann da lang. Und dann hier nochmal. So. Hier muss ich ein neues Depot bauen, weil bis der von ganz unten hier oben hingefahren ist, das ganze Knicken, ey. Ganze Knicken. Depot bauen wir hier ein bisschen abseits hin. Hauen wir mal da hin. Zack. So. Natürlich die Linie noch setzen. 1, 2, 3, 4. Und das ist Bus Nürnberg. So, Fahrzeug, Passagier, Postkutsche. Einmal erst einmal. Und Bus Nürnberg. Bus Nürnberg klingt fast wie Prost Nürnberg. So, schauen wir mal, wie sich das da oben etablieren wird. Ich habe auch schon vier Felder und da drunter direkt eine Nahrungsverarbeitung. Und der würde es sogar brauchen. Auch schön. Ist schon eine lange Strecke hier, ne? Das ist also. Ich glaube, ich muss ein bisschen weniger andauernd hier rumklicken. Das hört man, glaube ich, in der Aufnahme. Wenn ich immer so rumklicke, das ist. Leider klickt meine Maus relativ laut. Gerade wenn man hier am Rumwischen ist, dann hast du natürlich 1000 Klicks immer hintereinander. Sehr schön. Oh, das wird hier. Wie schaut's da aus? Das ist mittlerweile leer. Krass. Hat aber noch 4 geladen, okay. Produktion steigt. Okay. Oh, wir können nochmal zurückzahlen. Ich habe noch 2 Millionen. Gut, was für eine Strecke könnten wir uns doch denn noch relativ schnell Geld verdienen? Eigentlich schon wieder Nahrung, ne? Weil jetzt da unten sah ich ganz gut aus. Wo war das? Hier war das. Sah ich ideal. Eigentlich nur von da nach da nach da. Zeutsch. Zeutsch, wie nennen wir dich? Zeutsch München? Ah, München. München natürlich.
So, LKW-Ladestation. Die wollen Brot haben. Wo setzen wir es am besten hin? Wo kriegen wir die noch mit? Das sind eigentlich nur die da, ne? Brauchen wir es wirklich hier hinten hin? So. Ja, top. Den setzen wir direkt da oben dran. Ah, der braucht wieder zwei. Zack. Dann können wir es eigentlich direkt länger machen. Zack. Ja. So. Der braucht nur einen. Und den wieder weg, aber trotzdem lang. Personenwagen Bayern. Und die Borsig. Ah ja. Oh scheiße, ich bin im Minus. Soll ich mir jetzt mal die 500 zurückleihen? Ah. Ja komm, leihen wir es zurück. Aber dann kann ich wenigstens die Strecke hier zu Ende bauen. So. Bumm. Habe ich hier ein Fahrzeugdepot in der Nähe? Ne, das ist sehr lang da. Das ist sehr lang. Ja, 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 ja. Okay. Also auch nochmal ein Fahrzeugdepot. Gut, zum Glück sind die nicht so teuer, ne? Machen wir es denn hin? Ja, komm, machen wir es direkt dahin. Dann haben wir das auch. So, dann neue Strecke. Einmal von da nach da. Ja, bitte vollladen. Eine Minute warten. Und du lädst natürlich nur Korn ein. Und da entlädst du nur Korn. So. Das wird jetzt Korn München. Gut, nächste Strecke. Nach da. Hier wartest du bitte auch wieder eine Minute und lädst dementsprechend Brot für die Welt ein. Brot und entladen Brot. Sehr schön. Das Ganze nennen wir Brot München. Dann kaufen wir uns mal Cargo. Da kaufen wir uns, ja, kaufen wir uns für die Strecke. Du musst auch erstmal anlaufen, aber machen wir mal 8 Stück. Oder gehen wir direkt auf 10? Warum gehen wir direkt auf 10? So, machen wir mal dekadent. Korn München, zack. Wie schaut's denn hier aus? Na gut, es fühlt sich schon. 8 Stück. 9, 10, 11, 12. Ja, das sollte eigentlich klappen. 10 Stück könnte doch viel gewesen sein. Wobei, so viel länger als die Strecke hier unten ist es auch nicht, ne? Hier da bei Dingens, bei Reit. So viel länger ist es auch nicht. Und hier habe ich 20 Schwarzauge drauf. Schauen wir uns das mal an. Könnten hier natürlich auch tricky sein, ne? Sagen wir hier konfigurieren. Da nur einen Ausgang hin. Und dann Straße, Landstraße. Sitz. Schließt dann da direkt an. Der ist nicht mehr gecheckt, aber der checkt's. Ah, da hätte ich da nochmal die Schleife. Aber dann haben wir hier eigentlich auch wieder schon schönen Fluss drin, ne? Ah ja. Oh, ich kann da auch wieder mehr machen. Da kann ich auch wirklich wieder mehr machen. Ach komm, nehmen wir hier den Fahrzeug. Klonen. Machen wir tatsächlich 20 Stück drauf. Der Rubel muss ja rollen, ne? So, welches Terminal nehmen die hier? Der braune nimmt den rechten, ja. Das passt ja auch, ne? Der braune nimmt den rechten, ja.
So, hier wäre es nicht schlau, einen umzusetzen, weil die eh einmal rumfahren und dann da wieder raus. Bei dem hier könnte ich es machen. Da könnte ich oben wieder einen Ausgang setzen und dann da irgendwie wieder anschleifen, dass er hier einmal irgendwie im Carré fährt. München kann auch auch noch eine Bushaltestelle vertragen, meine ich. Wo fangen wir da an? Hier brauche ich erst noch eine Straße. Dass ich hier wieder irgendwie im Carré fahren kann. Sitz. Platsch. Gebäude. So. Dann fangen wir hier an. Da. Fahren dahin. Fahren dahin. Ja, und dann nehmen wir die da noch mit. Ja, machen wir so. Okay, wieder neue Linie. Hier starten wir. 1, 2, 3, 4. Das Ganze ist dann der Bus München. Und hier haben wir doch unser Depot. Haufen, Passagier, Postkutsche. Zack. Bus München. So. Hier wird es langsam voll. Achso, das ist der erste Schwung. Klar, dass der voll ist. Also das löst sich ja hier erst dann in dieser Abstände auf, wenn die hier einmal abgeliefert haben. Ne? So, der hat mittlerweile ein bisschen Waren. Das heißt, wir könnten jetzt auch die andere Strecke mit Fahrzeugen belegen. Da machen wir erstmal 4. Das ist, oder 3. Machen wir erstmal 3. Dass der erstmal anfangen kann. Brot München, zack. Aber hier liegt ja noch nichts, ne? Hat der auch checkt, dass ich da was abholen möchte. Auf Lager hat er nichts. Krass, aber ich habe doch jetzt schon echt viel abgeliefert. Der da. Hat nichts geladen. Na, jetzt fährt er auch weiter. Krass. Ja, was? Ich auch nichts. Aber dass der hier Brot akzeptiert, war doch schon richtig, ne? Jetzt können wir hier nochmal eben schauen. Waren, Brot. Ja. Liegen auch alle im Einzugsbereich. Das ist direkt das, was gegenüber liegt. Ja. Das ist markiert. Das heißt, die bekommen es mit. Oh, krass, das hier. Ah, jetzt kommt langsam was. Okay. Gut, das werden wir nochmal weiter beobachten. Weil Korn kommt hier auf jeden Fall genug rein. 105 und ist steigend. Wir könnten die Frequenz noch ein bisschen erhöhen. Machen wir nochmal 5 dazu. Den lasse ich mal hier oben rechts im Eck. Dann sehe ich dann, wenn es hier so ein bisschen stärker anfängt, oder? Was für ein Haufen hier unten. Aber es läuft. Jetzt wird es langsam. Aber hier ist halt echt grenzwertig. Und ich denke, ich kann hier die nächsten mal draufsetzen. Wir hatten 3 gekauft, ne? Ja, 3. Da haben wir auf jeden Fall nochmal 3. Das wird. Gut. Beim nächsten Mal können wir bestimmt nochmal 500.000 zurückzahlen. Wir werden sehen. Also, danke fürs Zusehen und bis denn.